Darf ich euch alle recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel SC Alltag gegen Hartberg. Bei uns heute da Cheftrainer Miro Klose und Mittelfeldspieler Jo Tartarotti. Miro, jetzt sind wir in der Halbzeit vom Grunddurchgang. Das heißt, man hat gegen jeden Gegner schon einmal gespielt. Welche Lehren ziehst du jetzt aus dem Hinspiel in Hartberg für das Spiel am Sonntag? Ja, grundsätzlich glaube ich, ist es schon mal von Vorteil, wenn man gegen jeden gespielt hat. So gehen wir das auch an, aber ich glaube, in dem Fall jetzt bei Hartberg ist eine ganz andere Mannschaft. Also haben wir vier neue Spieler in der Startelf und das System hat sich ein bisschen geändert, die Philosophie mit und gegen Ball hat sich ein bisschen geändert und deswegen ist es fast ein neuer Gegner. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen zu Hause und wollen natürlich das Spiel gewinnen. Johannes, nach der unglücklichen 2:3 Niederlage gegen Salzburg habe ich im Stadion das Gefühl gehabt, dass trotzdem eine positive Stimmung herrscht. Nimm uns mal mit in die Kabine diese Woche. Wie war denn die Stimmung bei euch nach der Niederlage? Grundsätzlich haben wir schon realisiert, dass wir nicht gewonnen haben, also dass wir keine Punkte geholt haben. Aber gerade auf die Leistung und auf die Energie, die wir auf den Platz gelegt haben, war oder ist aufzubauen. Und darum, wir nehmen klar das Positive mit, aber sind trotzdem natürlich enttäuscht oder waren enttäuscht, dass wir da also gar keinen Punkt geholt haben. Bitte um eure Fragen. Ja, wir haben gehört, in Hartberg hat alles begonnen, deine Reise als Alltagstrainer in der Liga. Du hast da zum Beispiel ein bisschen gesagt, du suchst noch etwas. Kann man jetzt so 11 Runden später sagen und auch auf die letzten 2 Spiele hin, es hat sich so ein gewisser Stamm entwickelt, auf den gebaut werden kann? Ja, ich glaube schon, dass ein gewisser Stamm sich entwickelt hat und glaube auch die Spieler, die immer wieder reinkommen oder mal zur Abwechslung von Anfang an spielen, die glaube ich, die können schon performen und das haben wir größtenteils auch gesehen. Natürlich muss man festhalten, dass bei uns noch nicht diese Leichtigkeit drin ist. Ja, also wenn man jetzt mal Ried und Salzburg mal abgesehen und am Anfang diese Spiele gegen Austria und WAC, was sehr ordentlich war, haben wir es nie geschafft, diese Leichtigkeit in unser Spiel zu bekommen. Ja, teilweise in Ried und jetzt gegen Salzburg, was Grundvoraussetzung ist für einen Fußballer, dass er Selbstvertrauen hat, dass er leicht ist, dass er sich Sachen zutraut. Ja, da sind wir noch nicht so in der Lage, dass wir das haben, aber das müssen wir uns erarbeiten. Und jetzt ist, glaube ich, die Rückrunde steht vor der Tür und wir wollen das besser machen wie in der Vorrunde, das ist ganz klar. In Hartberg hat es ja auch Fehler gegeben, waren 2 verschiedene Halbzeiten damals, vor allem die zweite Halbzeit sehr gut performt. Was hat sich bei dir oder inzwischen bei der Mannschaft geändert, auch Personal jetzt aufs morgige Spiel hin? Ja, personalmäßig, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir jetzt langsam die Verletzten wieder zurückkommen. Also dass es bei Stefan Haudum und Sebastian Aigner sehr gut aussieht. Und das ist auch wichtig für unseren Kader, auch für das tägliche Trainingsbetrieb. Ja, es ist enorm wichtig. Und jetzt sind alle da. Ich kann aus dem vollen Topf schöpfen. Und das ist auch für mich als Trainer entscheidend. Ja, und ich muss dann das rauspicken und kann Trainingsleistung beurteilen. Ja, und es ist nicht so, dass der Kader klein ist und der sich automatisch zusammenstellt, ja, sondern das ist für mich ein großer Vorteil. Und das ist jeder verdient es dann auch zu spielen, wenn er im Training halt performt. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie wollen wir das halt angehen. Ja, wie ist der Matchplan, wie wollen wir das Taktik mit und gegen den Ball angehen. Und ja, das sind so meine Überlegungen. Ist auch der Torhüter wieder zurück, der Jakob? Nee, leider nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Johannes, der Trainer spricht von Leichtigkeit. Du bist ein Spieler, dem manchmal vorgeworfen wird, ein bisschen zu viel Leichtigkeit zu haben, ein bisschen mehr Ernst. Aber auf der anderen Seite hat man bei dir gemerkt, als du aus der Verletzung zurückgekommen bist, dass du von der positiven Grundhaltung mehr hattest als die Spieler davor. Ja, das ist also für verletzte Spieler manchmal ein bisschen einfacher, weil ich war dann
mal aus dem Ganzen draußen, habe einen anderen Blickwinkel auf das gehabt, habe auch mal die Gedanken weg gehabt vom täglichen Training, von der Spiele. Und gerade dort haben wir so ein bisschen eine Negativserie gehabt. Und ja, ich habe dann, der Kopf war wieder ganz frei von mir. Und wenn man einen Monat verletzt ist und nie der Ball berührt, ja, hat man gleich wieder einen anderen Elan im Training und in den Spielen. Wie stark ist dein Verlangen nach einem Stammplatz? Ja, sehr stark. Also ich glaube, kein Spieler sitzt gerne auf der Bank. Dann fragen wir gleich den Cheftrainer Miro. Der Johannes ist ja einer, der im Mittelfeld auch was offensiv was bewegen kann. Wie siehst du seinen Weg im Moment und wie wichtig kann er noch für dich und für die Mannschaft werden? Ja, sehr wichtig. Also ich glaube, es ist ein Teil unserer Mannschaft und er hat was Besonderes als Spieler, ja, was nicht viele von uns haben. Also sprich grundsätzlich schon mal die Einstellung zu dem Beruf und auch diese Facetten, wenn er den Ball hat. Ja, das ist halt mal was Überraschendes dabei, was vielleicht nicht so durchschaubar ist. Ja, einen guten Abschluss in seiner Position um den 16er rum mit rechts und mit links und hat eine Nase für die Situationen. Ja, wann muss er reinspringen? Und wir sind so ein bisschen am Arbeiten, dass er vielleicht mal ohne Ball noch mehr Tiefgang sucht, ja, dass er da auch nochmal gefährlich wird, ja, da ein bisschen kompletter wird. Aber da sind wir täglich am Arbeiten. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr zufrieden. Es waren sich nach Salzburg eigentlich ziemlich alle einig, dass sehr viele gute Sachen dabei waren. Was sind für dich so die Sachen, wo du sagst, okay, diese Dinge aus dem Salzburg-Spiel, das will ich am Wochenende definitiv auch wieder gegen Hartberg sehen? Ja, das ist halt trotzdem unser Spiel ein bisschen wert. Ja, im Ballbesitz, glaube ich, sehen wir schon mittlerweile, dass wir was mit dem Ball anfangen können. Ja, in unserem Ballbesitz können wir uns Chancen kreieren und auch jetzt gegen Salzburg was mehr im Umschaltspiel. Aber trotzdem haben wir da einen Kombinationsfußball gezeigt. Ja, Spiel ohne Ball war vorhanden. Ja, das Nachrücken war vorhanden, also die Kompaktheit gegen den Ball. Das sind so Sachen, auf die können wir aufbauen, ja, weil das haben wir uns schon stark verbessert. Du betonst ja immer, Miro, dass du auch ein Trainer bist, der unter der Woche genau hinschaut, was die Spieler betrifft im Training, wie sie performen, wie sie sich aufdrängen. Auf der anderen Seite, wie vorhin besprochen, haben wir schon irgendwo einen Stamm gefunden, aber gibt es Spieler, die aus deiner Sicht dir das Leben wieder schwer machen, was die Aufstellung betrifft am Wochenende? Ja, gibt es immer zwei, drei, ne, die sich da immer reindrücken wollen. Und ja, es gibt Spieler, die es ein bisschen als selbstverständlich ansehen, ja, dass die in der Startelf sind. Und ja, das habe ich klar und auch offen mit jedem Einzelnen besprochen, ja, was ich sehen möchte. Und dass ich nicht ein Trainer bin, der das bei den Spielern sehen möchte, dass die Rückenlehne, wenn sie Stammspieler sind, zurückgeht, sondern eher weiter nach vorne. Und das haben wir klar besprochen. Und ja, es gibt Spieler, die brauchen ein bisschen länger Zeit, um das zu verstehen. Aber es gibt Spieler, die das auch sehr gut annehmen und die da vorne weggehen, ja, und ihre Trainingsleistung absolut stimmt. Aber es gibt ja auch Spieler, die am Wochenende mehr performen als oder das performen, was sie unter der Woche oft einmal nicht immer zeigen. Dann kommt es darauf an, wie alt der Spieler ist. Dann sage ich, da kann ich vielleicht mal ein Auge zudrücken. Ja. Ist jetzt Hartberg so eine Mannschaft, wo man sagen kann, muss, ja, da sollte ein Sieg, da muss ein Sieg her zu Hause? Ja, kann und muss gibt es nicht so im Fußball, sondern du wirst dafür belohnt, was du investierst. Und ich glaube, wir haben viele Spiele gehabt, wo wir viel investiert haben und das Spielglück war nicht unbedingt auf unserer Seite. Und das müssen wir uns erarbeiten. Und das ist so, dass es im Fußball, jetzt haben alle wieder gegen uns gespielt, wir sind jetzt wieder runtergerutscht und da müssen wir wieder vom Neuen aufstehen. Ja. Und das haben wir oft genug bewiesen, dass wir es können. Und so müssen wir die Rückrunde auch angehen. Ja. Das ist ein Vorteil, was ich gesagt habe, dass wir schon mal gegen die gespielt haben, ob sich ein bisschen was verändert hat natürlich bei denen. Aber so wollen wir die Gegner auch bespielen, weil
Das geht darum, dass wir uns mit denen messen und den Strich angreifen. Ja, das wissen bei dir jetzt so, wo glaubst du jetzt im Moment, dass die Mannschaft steht? Jetzt, da du ja, wie du vorhin betont hast, auch einen Monat lang weg warst, wenn du das vergleichst davor und jetzt danach, wo würdest du das Ganze einordnen? Also ich glaube, dass wir klar im Aufwärtstrend sind, dass jetzt die letzten zwei Spiele gerade gezeigt haben, dass wir mit Ball und gegen den Ball besser sind. Und ja, jetzt heißt es einfach im Training, das täglich noch weiter zu verbessern und dann in der Spiele immer noch besser zu machen. Und dann ja, werden wir die Punkte einfahren, die wir uns verdienen. Und ja, dann glaube ich, dass wir eine positive Zukunft haben. Du bist ja einer, der sich auch viel Gedanken immer macht. Öfters zu viel oft einmal. Hilft ein bisschen jetzt das fortgeschrittene Alter bei dir, ein bisschen stabiler vielleicht werden zu können? Ja, ich finde schon. Also das, vielleicht früher habe ich mir zu oft zu viele Gedanken gemacht, aber ich glaube mittlerweile mache ich mir nicht mehr so viele Gedanken. Ist öfter besser so. Es kommt darauf an, welches Alter das fortgeschrittene Alter ist. Ist Definitionssache, oder? Vielleicht noch eine Frage zum Atmosphärischen im Stadion. Ich finde, die Atmosphäre war gegen Salzburg richtig, richtig cool. Es waren nicht 50.000, soll passen nicht rein, aber auch 5.000 können einen richtigen Lärm machen. Inwiefern habt ihr das auch wahrgenommen und inwiefern denkt man auch darüber nach, dass das die Pflicht von der Mannschaft ist, auch gegen Hartberg so eine Atmosphäre vielleicht auch mitzuerzeugen, um erfolgreich zu sein? Absolut unser Ziel sein. Ja, das haben wir auch wahrgenommen, ich persönlich natürlich und auch die Mannschaft. Ja, wir haben in der Kabine, das war auch ein Thema, drüber gesprochen, dass die Fans ein gutes Gefühl haben. Ich habe es auch im Interview nach dem Spiel dann auch gesagt, dass wenn die Fans das honorieren, diese Leistung, ja, dass man alles gibt, sind die da. Und das ist unsere Aufgabe, am Sonntag so zu performen. Ja, weil dann hast du einfach den 12. Mann hinter dir, ja, was uns in der Situation unheimlich hilft. Ja. Weil es mich interessiert, Miro, war das früher bei dir als Aktiver auch so, egal in welchen Stadien oder wie groß die sind, gilt das für jede Dimension eigentlich? Oder ist es überhaupt immer laut, egal wie man spielt? Ja, es war schon laut in vielen Stadien, die ich gespielt habe. Da geht es natürlich ein bisschen was anderes. Ja, man muss halt viel, viel lauter kommunizieren untereinander. Aber das, was du bestimmt meinst, auf was du das beziehst, ist natürlich, dass es für mich überhaupt kein Problem war, ob ich jetzt in St. Pauli im Pokal gespielt habe, auf Schnee und eisigen Boden oder in Barcelona, in Camp Nou. Ja, ich habe versucht, immer meine Leistung zu bringen und das ist halt der Schlüssel auch bei einem Spieler. Bei mir persönlich war das so, ja, dass ich immer meine Leistung bringen wollte, egal ob das Stadion laut ist, wenig Zuschauer, viel Zuschauer, groß, klein. Ja, sondern sobald der Schiedsrichter mich losgelassen hat und hat Spiel freigegeben, dann wollte ich gewinnen. Miro, wenn man das letzte Spiel nochmal anschaut gegen Salzburg, ich meine, der Platz war nicht sehr leicht zu bespielen. Und jetzt aus meiner Sicht finde ich, die Mannschaft hat sich sehr, sehr schnell auf das eingestellt und das angenommen. Das ist ja etwas, was du verlangst, dass sie die Sachen auch annimmt und umsetzt. Wie kann man als Trainer oder wie gehst du als Trainer vor, dass das jetzt Spiel für Spiel passiert? Ja, indem man der Mannschaft einfach ein positives Gefühl gibt, ja, weil ich von Anfang an nie der Trainer war, der dann angefangen hat zu jammern, ja, sondern einfach vorneweg marschiert ist. Ja, und der Gegner spielt ja auf dem gleichen Platz. Ja, und warum soll es für ihn jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil sein? Ja, sondern man muss halt das annehmen. Es regnet hart, der Platz ist tief, man weiß, die Bälle bleiben liegen, muss man halt annehmen. Ja, wenn es flach nicht geht, dann geht es hoch und wir haben Spieler, die wir hoch anspielen können. Gut, ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Dann sage ich vielen Dank und viel Erfolg am Sonntag.